Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Wo keiner Hallo. Was sagt. Hallo. Ja, ich muss gerade eine Ratte töten. Hey, willkommen zurück aus der Urnanstalt. Patient Nummer 7 ist war da. Warte, irgendwie wechselst du ständig deine Nummer. Nee, ich war vorher auch schon 7. Musst mal zurückspulen, dann weißt du nicht. Warte. Nein. Ist noch nicht online. Nein. Computer sagt nein. YouTube kennt dieses Video nicht. So, jetzt warten wir immer noch auf den Inhaltsverzeichnis. Auf welches Inhaltsverzeichnis? Naja, was jetzt so passiert hier? Ja, passiert Blei sammeln. Achso, wieder Blei sammeln. Oh, ja, ich muss die Nummer schon wieder. Ja, ich muss. Diesmal schmeißt Billy ja keine Nuke irgendwo hin. Deswegen werde ich die Runde wohl wahrscheinlich komplett schaffen können. Oder ich schmeiße gerade drei nacheinander. Ja, dann komm, dann sehen wir zu. Mal sehen, wer schneller ist. Naja, das tut nicht, der schneller. Wissen wir ja. Ich habe extra darauf geachtet, ob irgendeiner von euch noch ins Silo geht. Nein. Ich habe heute schon mein Silo hinter mir. Um zu gucken, aber auch nur, ob in meiner Waffe die Buggy war. Aber nein, sie ist nicht Buggy. Jojo. Hui! Hab ich raten? runtergesprungen. Richtig. Obwohl ich mir immer noch wünschen würde, dass die Vorrüstung wie so eine Blechdose zusammenfällt. Bei der Höhe. Weil das ist ja so von unrealistisch. Ach, Schuri, bleib doch mal ganz entspannt, ey. Nee. Du fängst ja schon an wie die bei Nuclear Winter, ey. Da nannte sie die Gazelle. Ich glaube, ich muss unbedingt mal mit euch Nuclear Winter zocken. Ich glaube nicht, wenn ich hier Shogi springen sehe. Der scheint ja die ganze Zeit dann so ein Todestrampolin zu sein. Und springt und hüpft und. Wo ist hier weg? Der ist ja Psychopath, ja. Mich ach nö. Ja schon. Der unten Scheiß des Vampirs Pumpgun. Ach nö. Ich möchte sowas nicht. Ja, war eine doofe Frage, aber du springst hoffentlich nicht in Nuclear Winter auch mal so rum. Ich? Nee, nein. Ich hab keine Froschschenkel. Gut. Ja, da würde ich ja irre werden. Deinen Fan. Ich bin erst auf die Rang 6. Ach, ich krieg bei erst das Neue. Noch viel Spaß. Nein. Also, ob wir da zusammenkommen? Nee, ich glaube, ich habe ja nicht die nötigen Agility-Punkte dafür. Ja, echt hier. Oh, sie hat ein Kaninchen. Kaninchen? Ja. Kaninchen. Lecker. Das ja, das, so das ist schön auf dem Dorf. Ja, wenn du mal sagst, ach, das sieht ja niedlich aus, dann kriegst du immer die Antwort, schmeckt doch gut. Schmeckt auch gut. Herrlich. Ja, das ist ein Kaninchen. Und kratzt sich hinterm Ohr jetzt. Oh, Baby wird zum Anthropologen. Ja. Darüber gibt es ja bestimmt auch noch keine Studien hier. Über das Verhalten der Tiere in Fallout. Soll ich dir noch Pfeffer und Salz vorbeibringen? Nein. Ich muss lachen, ich bin der Veganer, der da bei der Fleischwoche rumwirft. Hier soll der. Ihr dürft die nicht töten! Wir haben auch Rechte. Eigentlich nur Schildkröten. Ah, Fleischhäppchen müssen überleben. Ja. Sind wir alle Sicherheit. Oh. Ja, da bin ich ja sowieso gespannt, wie die wieder abbrochen werden, gleich ein paar Wochen. Ja. Aber wir haben den Herrn Turtle unterbrochen, ne? Spiel doch mal aus. Das oh, Machtwort. Nö.
Das war ja immer noch dein Channel weg, meine ganz irre. Ja, ich dachte, die Übernahme läuft schon. Also ich wollte einfach erstmal übernehmen lassen, damit ich dann sozusagen, wenn ihr den Kanal denn ordentlich gepusht habt, dann schmeiße ich euch alle raus und dann übernehme ich ihn wieder. Ah ja. Nö? Warum? Wir haben ja gelöscht. Nein! Mein Lebenswerk! Schon längst ein Darknet verhökerte Teil. Darknet, oder? Ja, du, was daraus gemacht wird, das ist nicht mehr, tauglich für die Öffentlichkeit. Wieso, was wird denn aus meinem Kanal denn gemacht? Erzähl ich dir nicht, du weinst nur. Doch, jetzt will ich's wissen, jetzt ist die Neugier zu groß, anstatt die Angst. Ein Flutschfinger. Ein Flutschfinger. Oder, Schori, was hast du dir jetzt so überlegt? Lass mal das mal so da stehen, das passt schon. Flutschfinger. Mein Kanal wird also ein Flutschfinger. Ja. Lecker. Ja, ganz flutschig wird das. Man kann es auch schleimig nennen, aber wir wollten es halt nicht übertreiben. Aber geschleimt wird doch nicht auf meinem Kanal. Noch nicht, noch nicht. Was machen die denn hier? Ja, aber auch nur weil wir Angst haben, da drauf auszurutschen. Ja, Klassentron, ich muss ja mal sagen, die fallen ja manchmal auch richtig klasse rum, wa? Beweglich die sind, das muss man erstmal hinkriegen. So. Ich höre da schon mal den puren Neigen. Naja, so als wenn sie Limbo tanzen, so ist so nach hinten immer so. Dann hängt sie da aber so wie sonst was. Ja, da weißt du, Shori, jetzt, ne? Er möchte gerne Limbo tanzen. Ja. Jetzt brauchen wir beiden in Fallout. Dieses Feature muss endlich hier eingeführt werden. Mit gebrochenen Beinen Limbo tanzen. Weil man ein bisschen überladen ist, knacken die wieder sofort. So, oh nee. Das kannst du erstens mir nicht antun Vegas machen und nicht Disturb und den ganzen anderen Leuten hier. Ja, dann hast du immer so schöne Blutspuren auf der Straße, wenn die dann mit dir clean da so. Ja, der Rest ist ja schon weggebrochen, alle. Also. Sind so alle halb so groß, nur. Wir haben so viele gute Ideen für das Spiel. Da, wir wollen die Stolper-Perks. Ja, nämlich den Stolper aus New Vegas oder haben. Den er einfach ausprobiert und dir beide Beine verkrüppelt. Das ist doch lustig bestimmt. Wenn die da so schön wegknacken, so. Dann machen wir noch die Power-Rüstung, Bierdosen-Bug. Also, naja, Bugs wird's ja dann nicht sein. Bierdosen-Bug? Du lässt mal schön meine Power-Rüstung in Ruhe, ja? Und das, wenn du schon so weit irgendwo... Boah, jetzt mal einen Sabbel. Communist Detector! Liberty Prime! Oh nein! Was? Genau, meine Rüstung muss man immer fragen, was? So der Rentner, genau, wir wollen noch ein Rentner-Skin haben. Wenn irgendjemand jeder. Das Rückstock in der Hand mit unserer Halbklasse um. Nee, du holst halt immer so nur höher Horn raus und dann sagst mal, was? Das ist irgendwie der Scheiße gedreht. Oh, Back Paradise, haben wir ja fast im Hintergrund zum Biene brechen. Ach nee, Lightwolf. Ach komm schon, wir machen mal Kollisionskurs. Alles für die Outfits. Gerade auszumüllen. Ach Mensch. Ich weiß schon wieder nicht, warum mein Gewicht so hoch ist. Du bist fett einfach. Ja, das weiß ich, aber nicht das Ingame-Teil. Die Kabelrolle. Die Kabelrolle. Okay, ja, das ist eine Kabelrolle. Hä? Ja, musst du mal einen Meter abschneiden. Das ist von meinem Penis. Ja, interessant ist eigentlich, wusste, woher sie weiß, dass es eine rote Kabelrolle ist. Aha, ja, das ist erstmal dahingestellt, aber warum? Aha. Erklären Sie sich mal, komm, Chili. Kein Entkommen. Warum ich? Sie stellt die Dinger auf und du lässt Shori erklären. Oh, nicht. Naja. Aber. Aber weißt du denn nicht mehr diese ganzen schönen Momente, die wir hatten? Jetzt verlachtest du mich auch noch. Da siehst du, Shori. Da musst du jetzt erstmal rauskommen. Sag mal, was du nicht diejenige, wie sie mir ein Süßchen wollte. Aber ich hoffe nicht, der Turtle ist jetzt der Sohn. Was?
Muss ja nicht gleich sterben, also das war eigentlich gut. Ja, aber ich dachte immer, du bist mein Papi. Ja, jetzt schon wieder. Ja, du. Ja, bestimmt nicht, also. Also vom ich Alter... Vom Alter wird's stimmen. Boah. Alter, nett, wie alt du mich gemacht, ey. Das war ein Schlag in Gesicht. Ich wollte schon sagen, ey. Also meine Pubertät habe ich anders verbracht als im Kreißsaal. Computer sagt nein. Aber doppelt nein. Ja. Jetzt mal Enopols machen, viermal nein. Ja, ja, du hast eben gerade Shori genauso alt gemacht, ne? Ja, der klingt doch so scheiße. Ich habe mal festgestellt, ich bin der Jüngste. Was? Komm, sag mal Geburtsjahr. 90. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn mit deiner Stimme passiert? Ja, du musst lachen, du hörst dich wie so ein Silbereisen manchmal so. Ich heiße aber nicht Florian. Hallo, ich begrüße Sie bei der Parade, der Volksmusik. Mach so weiter und ich häng mich lachend in den Dachstuhl. 90, Gott, du hast 90. Mann, was ist da schon alt gemacht da? Dein Schobi. Knick-knack oder was? Nein. Bestimmt mit dem Finger eine Steckdose gepopelt. Auch noch. Nein, du musst lachen. Ich war ein braves Kind immer. So was habe ich nie gemacht. Na, lüge nicht. Nein, ich bin nicht so wie der Bulltörtle. So, dachte, was habe ich denn mit deiner Kindheit gemacht? Was weißt du, was ich nicht weiß? Mit Batterien hast du angefangen, mit 220 Volt. Wie viel Vibrator brauchst du schon? Ja, aber erst seit ich mit YouTube angefangen habe. Achso. Anstatt Nuckel hatte er Batterien. Auch schön. Oh, so Blei und Säure halt ich. Ich wollte schon sagen, nur die guten Autobatterien. Ah, oh, schön Ballaststoffe. Komm später. Du brauchst schon Erfahrung. Mit zwei Nippel. Aber wie er denn gekriegt hat, die Abdeckung von den Batterien umzuschrauben. Oh, herrlich, ja. Nur mit der Zunge. Ja. Oh, da ist aber einer geschickt. Oh. Ich wollte schon sagen, geschickt der Büble. Aha. Aha, aha. Hilfe. Ich glaube, wir haben Turtle kaputt gemacht, der heult. Ach, möchtest du noch ein Taschentuch? Nein. Nein. lass mich raten, das letzte hängt ja noch quer drin. Ja, eben. Was, die letzte Batterie oder was jetzt? Nee, Taschentuch eigentlich. Ach, das Taschentuch. Das sollst du aber nicht verschlucken, Junge. Aber du hast doch gesagt, Papi, dass ich das wegschlucken soll. Ich bin den Papa, ja. Also, auf hier. Nee. 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 Bin ich so ein missratener Sohn, Papi? Naja. Was also, soll ich? Ich glaube, ich kenne dich da anders als Sohn. Ja. Ich wollte ja noch nicht mal einen Sack sperren und von der Brücke schmeißen. Ja, da wäre mir der Sack zu schade. Boah, Shori. Jugend von heute hat auch viel Respekt mehr, so wie ich sehe, wa? Gott, ja, 19er Baujahre. Naja, ist doch so hier. Ja, aber ich bin doch auch 90er Baujahr, eigentlich. Eigentlich? Eigentlich. So im Schaltbauer, boah, aber da Billy ja mein Vater sein muss, oder Shori? Nein. Bei Nuss bin ich ja noch am besten. Wer hat denn nicht beschlossen, dass du sein Papa? Na, das warst du! Bloß, du hast dich selbst ausgekleidet. Chancengleichheit. Chancengleichheit. Naja, du kannst ja auch sagen, behaupten, du bist ein Klon von Shori. Dann bist du ja auch was so. Aber du kannst ja nicht mein Sohn sein, Schatzi. Warum nicht? Ich bin 91er Baujahr. Ja, wird ja mal wundern, ihr macht Mutter-Sohn-Spiele? Geschichten aus dem Saarland. Aus dem Saarland? Oh nee. Wieso machen Saarländer sowas? Anscheinend schon, bei Schori. Verdorbene Völklein halt. Ach nee. Geh zu Frankreich mit dem warmen Schori. Trinken so viel jetzt die Berge. Frankreich. Hast du was gegen meine Vorfahren? Hoch noch.
Was sind jetzt Saarländer oder Franzosen deine Vorfahren? Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden. Achso. Camembert! Baguette! Oh ne. Mon chéri! Oh ne. Hast du ein Rausch in den Ohren gerade? Taco! Hä? Taco ist schon besser, ja. Da geht mit. Schnecken. Entschuldigung, das muss jetzt sein. Schnecken? Ich dachte immer Frösche. Oh, Franzosen essen nur Schnecken. Ja. Gefüllte Schnecken. Du Kratin. Oh, jetzt geht's ja los hier. Ja, oh. Yeah, oh. Ja, Franzosen in dir durch, ja. Und wie sagt immer so schön, lass ihn ruhig stecken. Sie inspirieren. Das ist nicht hören. Nein. Ja. Jetzt werden hier schon wieder die Kabeltrommeln ausgefahren. Deine oder Schoris? Ich weiß. Nee, ich deine schön. Und Schoris. So schön mit Motoranlassgeräusch. So. Ich würde ja gerade sagen, ich habe einen Elektromotor, dann habe ich Angst um meine Trommel. Elektromotor? Da hängt da noch ein Teufel dran. Oh. Auf Feier, ey. Und das Turtle sagt dann nur noch, wollt mich lieb haben. Bist du mein Papi? Nein. Wo ist der Vorschlaghammer? Seid ihr auch getuned, so tiefer gelegt oder so? Oder mit extra Auspuff? Ey, wenn ich Elektromotor habe, was fängt mit aus? Also bei mir sind noch beide dran, also wir schleifen nicht mal wohl. Oh, Hilfe. Hilfe. Aber beim oder Thema Auspuff, ich hab keinen Abgasfilter. Flügeltüren! Ich kann doch nicht mehr Blei sammeln, ich bin schon wieder so verdreht in den Augen. Naja, also ich mach mal hier so einen Screenshot von, damit wir mal sagen können, der war die ganze Zeit nur Charlie. Bei mir jammelt er vor Charlie rum. Naja, und stellt Charlie sich doch noch ein Zelt auf. Ja. Ich fühle mich so beobachtet. Naja, ist ja leider kein. Ah, ja, watching you! Ist ja nicht groß hier los auf dem Surfer gerade. Außer Projekt Paradise. Und der gute Lightboy. Kabeltrommeln haben noch Augen. Auch noch? Mann, das ist ja was schlimmer, ey. Oder Höhlenforscher, ja. Ja. Wir gehen heute in eine Tropfsteinhöhle. Ja, da wissen wir ja auch schon, da hat der Shogi auch vor Angst. Aber nur mit Regenmantel. Ja. Oh Gott, so ja. Ich bin stirb langsam. Also, ja, 4 Punkte. Turtle, du musst doch irgendwann schlucken, ja, sonst landet er im Falschen halt. Hat mir das nicht meinen Schlucken? Ich wollte ja nur mal wie. Ja, nicht, dass wir hier angeklagt werden wegen Fahrlässigkeit, weil wir die haben sterben lassen. Gibt ja auch so eine Menschen, die vergessen, jetzt zwinkern. Zwinkern? Kann man denn bitte der Zwinkern vergessen? Oder wohl eher blinzeln oder genau. Ja, wenn man intelligent ist wie 3 Meter Feldweg, dann passiert sowas. Oh, da kenne ich ganz viele. Anwesend! Nee, du bist noch gerade so intelligent genug, dass du wissen musst, dass dein Körper weiß, dass man da blinzeln muss. Achso, okay. Ja, nein. Gerade ja. So. Ja, aber nein, aber ja. Genau, das liegt mir das rechte Auge. Also, rechte, ja. Bin ich jetzt zuerst oder du? Ich weiß nicht. Muss ich jetzt oder du? Zusammen? Nein. Ah, ja. Kaputt. Und Augen kaputt, die Ratzpilze. Ausgetrocknet. Nächste Batterie her. Ja, aber bitte die große, 24 Volt Schuhe. Und geben Sie sich zu. Naja, so 30 Meter müssen erstmal ausgerollt werden. Da braucht man manchmal ein bisschen Saft. Also. Bei euch ist das wahrscheinlich so eine Vorankündigung. Weißt du, Schatzi, heute? Ja, ja, okay, ich mach mich schon mal bereit. Ich fang schon mal an, mach dir, kannst dir morgen schon mal fertig machen. Also, eine Stunde kommt dann die SMS. Warte mal, kannst du noch Batterien mitbringen? Dann sieht man, wie nach und nach das Blut überall durchschießt. So blub, 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 blub. Ja.
Ja, das wäre doch das Schlimmste, war in der Toilette mit einer Spüle. Scheiße! Nein, er ist schon wieder und zwar den Klempner. Mit Rasensprengerfunktion. Auch noch. Nee, ich verstell mir jetzt die ganzen Löcher in die ganzen 30 Liter Schrauben. Oh nee. 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 Oh, nee. Das möchten wir jetzt nicht. So, Juri, ander Thema. Was macht der Wolf? Und Leute, hab ich's euch zu viel versprochen? Unanstalt. Oh, der Bote. Der Bote. Juri hat den Boten verursacht. Auch noch. Ja. Wollt er noch Wölfe töten? Naja, ja. Scheiße, ja. Was haben wir ja in Brandenburg? Ja, das stimmt ja. Die bösen Brandenburger. Steckt eure Wälder in Brand. Irgendjemand muss er doch machen. Ihr macht das ja nicht. Ja, sägen sie vorher ab. Also. Und stecken es danach in Brand. Genau. Vorschriftsmäßig in der Feuerstrahl. Irgendwie sein muss. Und wundern uns, warum Erde nicht brennt, ne? Ja. Also mit genug Benzin geht das. Wollte schon sagen, ja. Die Türschützer, ja, die wissen das. Was? Seit wann bin ich ein Kuhschubser? Ich hab gesagt, die Kühe-Schubser wissen das. Achso, die Kuhschubser. Wer ist denn eigentlich... Achso, Schori, ja. Warum? Alter. Gott. Hanna, oder kannst du mal ein bisschen an mir einrollen? Da scheint ein leichter Blutmangel zu existieren gerade. Die Leitung wird immer länger. Das Blut, das hängt in der falschen Stelle. Da ist irgendwie die Leitung immer länger geworden, ja. So, nein, du bist kein Kuhschubser. Schubst höchstens Buletten. Ich schubse Buletten. Ah, ein Burgerbrater. Ah. Okay, Burger, Mensch, ich bitte dich. Sojaburger. Oh okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat heute Buletten in seinen Mund geschubst, ja. Auch noch. Ja, es gab auch Buletten. Lass mich raten, aus Soja. Nee, nicht aus Soja. Ja, das echtem wär... Fleisch. Ja. Guter Mann. Guter Mann, ja. Wieso? Gute Frau, sie hat gekocht. Ah, verstehe. Ja, das hätte aber trotzdem in Soja enden können. Oh Gott, so. Nicht bei Mausi. Gute Frau. Ja, jetzt brauchst du ja die ablegten Show. Wir wissen, dass ihr euch schon kanntet. Ja, aber dich kannte sie doch auch schon, Billy. Nein. Oh, hier liegt eine Rakete. Mausi, du kanntest doch Billy schon vorher, oder nicht? Ich kenne diese Masche schon von ihm. Er leugnet das immer. Bis jetzt bin ich auch mal gut gefahren damit. Nein, ich... Und nein, gefallen hat es dir trotzdem. Die Rakete, die sieht toll aus, war schon. Guck mal, wie schnell er jetzt ablegt. Scheiß auf die Rakete, da war eine Nuka-Cola. Quantum, und da ist noch eine. Ja, was war eine schöne Rakete hier, oder? Halt, gib mir die Rakete an, ich will die Quantum haben. Nein, ich komm nicht ran. An die Rakete? Nee, an die Quantum. Achso. Ich bin zu Fan. Ja, das wissen wir ja schon mittlerweile. Ja. Ich wollte es nicht so viel in Soja machen, also. Und das nächste Tofu. Tofu Sojaburger. Nein, möchte ich nicht. Ach, herrlich, ja. Ja. So. Wie schnell man euch aufs Spiel konzentriert kriegt, oder? Ich spiele die ganze Zeit, ihr kanntet alle gleichzeitig. Ja. Ihr steht nicht warum, die ganze Zeit vor dem Radio. Brennt der Bote schon wieder? Ja, der brennt immer, Mensch. Das finde ich sowieso interessant. Vielleicht ist der Bote einfach nur heiß. Ja, ich kein Wunder, wenn man hier Granatwerfer durchgeht. Nein, das waren die Maulwurfsratten, ne? Das habe ich denen aber nicht befohlen. Die Boten heiß zu machen. Hm. Ja, war aber Feuer und Flamme. Ich habe den Lackanzug noch nicht angezogen. Nee, jetzt stimmt. Er sieht ein bisschen ich glaub, ja, würde bestimmt auch lustig aussehen, mit zwei so Kucklöchern, aber wirklich noch so ein Ball. Mit dem Maulwurfsrand mit Lack und Leder, Outfit und Peitsche. Aber ich wäre dafür, dass er auch so einen Ball im Mund fliegt, weil damit er nicht mal so komische Geräusche macht. Der wird da durchgebissen. Nein. Denn? So, ja, aber in den Ball kommt dann halt ein Lautsprecher rein.
Damit du es ja deutlich. Oh Gott, da ja. Oh, ja, okay. Diese Irrenanstalt verstößt langsam gegen die Genfer Konvention. Das endet hier langsam mit Folter und Waterboarding. Ach, ach. Ach, hoppla, hopp. So. Da wir ja die Familienverhältnisse jetzt geklärt haben, also. Ja, Papi. Aber schon verschwanden, ja. Und nein, es gibt immer noch keine Alimente. Ich bin pleite. Du bist schuld. Echt? Immer die teuren Rechner hier. Und Festplatten, Festplatten erstmal. Oh, was der Junge an Festplatten frisst. Ja, ey, das ist ja. Echt was, die Jugend von heute. Nee. Die Batterien ja, erstmal, ey. Das ist ja noch die Schlimmste an der Sache, ja. Alter, häng mal den Typ mal ins öffentliche Netzwerk, ja. Ich weiß schon, wo ich mit Warte einen Vertrag gemacht habe, aber. Ja. nee. Jetzt die Kondition steigen. Schon mal überlegt, auf Atomkraft umzusteigen? Vielleicht ist es dann lukrativer für dich. Ah nee, da poltert die mir wieder was unten gegen eine Rüstung. Und vor allem leuchtet es immer so schön. Dong, dong, dong. Ich denke mir gerade so ein Pavi an Arsch vor, wisst ihr denn? Nur mit radioaktiver Leuchtkraft. So. Ein bisschen leuchtend angehaucht. Hey, mit Kette zum Ausmachen. Genug. Auch noch. Die Aufgabe dieser Weisheit ist die. Aber du hast die Zeit noch im Blick. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte dich gerade abwürgen. Ja. Machen wir nämlich hier jetzt einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein. Überleg mir aber noch. Bis denn.